Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 3, Davy Jones. Wir haben hier so eine Tagebuchrolle bekommen und ein Dreieck. Sollten wir mal gucken, wir gehen den ganzen Weg nochmal. Davy must have taken her. Okay, also die Zelle ist offen, Davy hat sie wohl mitgeschleppt, das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, was mir denn... Where is he taking her? I have to stay quiet, or we'll both get locked away. Genau, wir müssen also leise sein. Sonst werden wir beide... Halt! Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Karte klicken. Ich wollte mal kurz gucken. Achso, es geht wirklich nur im Eishaus weiter. Wir können mit der Tagebuchrolle im Moment also nichts anfangen. Gut zu wissen. Ich sehe sie nicht mehr. Hat er sie in die Minen gebracht gerade eben? Das wäre ja echt schlecht. Wir gucken mal, was das Tagebuch sagt. Wohin bringt er sie? Davy hat Cory bereits aus dem Gefängnis in den Palast gebracht. Ich muss sehen, ob es ihr gut geht. Neue Ziele. 12 Wächter, das kennen wir ja schon. Da erwecke Davy Jones Tochter. Kennen wir auch, wo der stehen wir ja gerade. Alchemist in den Minen. Finde O'Malley in den Minen, denn er kann uns vielleicht helfen, den Pakt zukünftig zu brechen. Und wohin bringt er sie? Finde heraus, wo Davy Cory gebracht hat. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch. Mit der Tagebuchrolle weiß ich aktuell noch nicht so wirklich, was wir da tun sollen. Aber ja. Wir klatschen das da mal rein und das sieht so aus, als müssten wir das ein bisschen ordnen. Das passt. Perfekt. Und rein in das Atmen. How can he do all this? He's a father himself. Tja, das wissen wir auch nicht. Aber er hat auf alle Fälle da drüben ein ziemlich schickes Haus. Und was ist das hier? Das Boot ist zu einer Seite geneigt. Ich würde niemals einsteigen, solange es diese Schieflage hat. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwas machen und mit dem Boot werden wir dann wahrscheinlich darüber fliegen. Oh, das Ballonmaterial ist zerrissen. Das heißt, wir müssen das flicken. Was ist das hier? Okay. Das schaffen wir auch noch. Da werden wir bestimmt gleich noch was finden. Da kommen wir nicht weiter. Und was ist hier? Hat das vielleicht unten? Nein. Ich hätte gehofft, dass das vielleicht irgendwie unten so diese Form hat. Und was bist du denn? Was bist du denn? Du bist ein komisches Tier. Was haben wir jetzt da bekommen? Leim? Sollen wir das etwa mit Leim flicken? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da fehlt uns trotzdem noch was. Genau, wir müssen noch was drüberlegen. Bis wir jetzt natürlich wiederkommen, wäre der Leim schon längst getrocknet. Noch eine Piratensammelkarte. Hat der jetzt noch was für uns? Beinahe ein Sammelobjekt übersehen. Ich glaube aber nicht, dass wir da alle finden werden. Tatsächlich, hier ist so ein Patch. Und was ist das hier? Ja, die Tür ist verstärkt und mit einem Zahnradsystem fest verschlossen. Und dooferweise fehlt uns natürlich noch ein Zahnrad. Das heißt, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Wir müssen dann also das Luftschiff flott machen. Da hätten wir ein weiteres Zahnrad. Wir kommen also wohl doch weiter. Ah, das sieht wie eine Art alchemistische Maschine aus. Hat O'Malley diese seltsame Maschine entworfen? Tja, da werden wir wohl noch so einen weiteren Kristall benötigen und den finden wir natürlich in den Minen. Was wiederum bedeutet, wir können jetzt hier dann doch das Türrätsel lösen, denke ich. Okay, schiebe die Zahnräder entlang des Spielfeldes, sodass sie am Spielrand befindliche Zahnräder miteinander verbunden sind. Das passt. Das Doofe ist aber, die lassen sich gar nicht verschieben. Ach so. Oh. Also manchmal, ne? Das würde laufen. Wartet mal.
Und damit hätten wir auch das erledigt und die Tür ist freigeschaltet. Mhm. Sehr interessant sieht's hier aus. Was haben wir denn hier? Während der Arbeit am Erweckungstrank habe ich versehentlich eine aggressive Art von Unkraut geschaffen, die sich auf der gesamten Insel verteilt. Okay. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt im Moment weiterhilft. Da hätten wir den Kristall, den wir wohl benötigen für die Maschine. Können wir da was rausnehmen? Nein. Ein weiterer Kristallbildschirm. Ebenso wie der im Eishaus. Ja, aber wir können ihn im Moment einfach nicht nutzen. Weil wir da noch irgendwas einfüllen müssen. Und Millies Einfallsreichtum beeindruckt mich immer mehr. Diese Maschine könnte der Prototyp eines modernen Fernsehgeräts sein. Kann sein, und ich glaube, da gehört die Tagebuchrolle rein. I've made it. I've created a potion that revives the dead. Will it work on Mr. Jones' daughter? My deal would be fulfilled. Freedom at last! The potion works differently on me because of the pact I have with Mr. Jones. Until it stands, I cannot die anyway. So the potion only restores my body. I need to examine the properties of the elixir further. I've noticed that it rapidly increases the growth of plants. Until I know all of its properties, I've put the potion in a sterile container, locked with a code. Here it is. Mm-hmm. Der Code für die Kuppel und ein Erweckungstrank. Einen ganz kurzen Moment bitte. Ich habe nämlich hier natürlich wieder, professionell wie ich bin, Zettel und Stift liegen. Dann werden wir das nämlich gleich mal notieren. Okay, ist gemacht. Hab's abgezeichnet. Dann sehen wir uns hier mal näher um. Was ist das? Hm, die aggressive Pflanze fletscht ihre Zähne. Was? Das ist doch süß. Schade, dass die Dublone so nahe bei ihr liegt. Ja, das stimmt wohl. Was haben wir hier? Das reingemacht und dann... Das ist wohl auch nicht die richtige Kombination. Ah, da kriegen wir also ein Stückchen für... Ja, weiß ich noch nicht. Was war das? Ein Sammelobjekt, ein Puzzleteil. Und da hinten ist auch noch was. Mhm. Natürlich. Haben wir denn da jetzt schon alle zusammen? Ich guck mal ganz kurz auf mein Zettelchen. Ich glaube nicht. Tatsächlich. Das, was uns noch fehlt, brauchen wir auch für unseren Code. Die kommen so also nicht ran. Oder noch nicht. Da ist eigentlich nichts mehr. So, was haben wir denn hier liegen? Ein schönes altes Mikroskop. Die Linse fehlt allerdings. Wir haben jetzt leider auch keine Linse. Und was ist hier? Geschafft. Ich habe ein Rezept für einen Trank gefunden, der aggressives Unkraut vernichtet. Besorge ein Blatt des Unkrauts. Lege es unter das Mikroskop. Ordne die Zellen an und das Mikroskop erzeugt einen Trank. Aha. Das bedeutet, dass wir hier irgendwie... Kommen wir doch noch an das ran? Nein. Können wir da irgendwie so ein Blatt mitnehmen oder so? Auch nicht. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Diese Maschinen sind so kompliziert. Oh, Millie muss ein Genie sein. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir müssen wohl tatsächlich erstmal rüberfliegen und dann geht es hier im Moment nicht weiter. Gut. Kristall hier rein. Das Gerät funktioniert und wir fliegen zur Hintertür des Palasts. Dann sind wir da auch angekommen. Was ist denn hier? Die Lieferungen für den Palast werden mittels Kran befördert. Wenn die Tür versperrt ist, kannst du den Ersatzschlüssel benutzen.
Die tote Schleife, die rote Schleife zeigt dir. Entschuldigung, die tote Schleife. Ja, okay. Hier auf dieser Insel ist doch nicht alles tot. Also die rote Schleife zeigt dir, wo du ihn findest. Gucken wir mal, da geht's nicht weiter. Wollen wir durchs Fenster sehen? Ah, schau mal einer an. Mom, the door's locked from the outside. You have to find a key. Wait, what? So there's a potion that could revive his daughter and end the pacts? That's great news, Mom. If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Gut, sie, ne, wir wollen sie jetzt nicht so sehr aufhalten. Die muss weiter Sandwiches für ihn machen. Was hat die denn jetzt hier für eine komische Haltung? So, That's great news, Mom. If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Na, sie erzählt nur wieder dasselbe und arbeitet nicht. Schlechte Frau echt. Und was haben wir denn hier? Da steckt etwas unter dem Moos. Es sieht wie eine Schleife aus. Wir nehmen hier mal so ein Dings mit. Eine Kurbel, aber die nutzen uns im Moment noch nichts. Wie kommen wir denn da jetzt ran? Ein weiteres Siebpferdchen. Und da steckt doch was. Das ist ein Sammelobjekt. Wir nehmen hier die Kurbel. Können wir schon kurbeln? Nö, weil natürlich hier die Feder gerissen ist. Und die auch. Jetzt aber. Na, könnte ein Wimmelbild. Nein, wird kein Wimmelbild. Ist doch voll schade. Wir erhalten einen weiteren Knopf für den Trank. Und die Muschel kaut etwas. Es ist ein Wasserhahn. Hi. 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 Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Atrium. Gehen doch mal ins Labor. Dann können wir nämlich das Teil hier einsetzen. Jetzt drücken wir diese Taste. Dann drücken wir die Taste. Und zu guter Letzt die. The reviving potion. Will it wake up Davy's daughter? Ne, ich würde gerade sagen, das sehen wir gleich. Ab zum Eishaus. Hat wohl nicht geklappt, verdammt. Was ist hier los? Was sagt sie? Zeigt sie mir etwas? Ja, tut sie. Hier oben. Eine Dublone und eine weitere Rolle. Und sie verschwindet wieder. Ja, Mist. Ja gut, ich habe mich jetzt auch schon gewundert. Das hätte ja noch... Moment. Das hätte ja noch nicht so schnell vorbei sein können. Wir geben dem jetzt ja erstmal die Dublone. Yes. How could we forget? The terms of the pact swore to revive Davy's daughter. Tasked with this job was O'Malley, the alchemist, Davy's only hope. In his lab, he used gold, jewels, and herbs to create the reviving potion. It revived the dead. To those bound by Davy's pacts, it brought back their flesh. But to Davy's daughter, it brought nothing. Such a powerful curse had befallen her. Davy lost his faith in the alchemist and threw him into the mines. My potion works. It only lacks Davy Jones' treasure, the alchemist cried. Mhm. Wir benötigen nur noch Davy Jones' Schatz. Okay, was auch immer das jetzt bedeutet. Müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir bestimmt noch raus. Dann zum Fernseher. Oder zu diesem altmodischen Teil. Wir hauen die zweite Tagebuchrolle rein und dann gucken wir mal, was sie sagt. It's a terrible irony. I've created the reviving potion and it's not enough to wake up Mr. Jones' daughter. I think that some special ingredient is missing. I suspect it's the famous treasure. The legend says that the clue to its location is in the vault. But I've never seen it. It has to be on the island.
Mr. Jones is coming. He is furious. Das ist jetzt schlecht. Aber das kriegen wir bestimmt noch im Verlauf raus. Ich denke, das... Nein. Also hier ist die Position des Erdsymbols. Achso, das ist ein Wassersymbol. Eine Spieluhrmarke. Was? Ist das die hier? Notenschlüssel. Dringend gesucht. Hier haben wir einen Notenschlüssel. Und wir haben hier auch etwas, womit wir... Ja. Der Außenring fehlt. Kriegen wir bestimmt auch noch. Wir hauen hier mal einen Notenschlüssel dazu und... Ja, jetzt fehlt hier noch was. Einfach so eine goldene Marke. Wo könnte denn dieses Zahnrad hingehen? Hier? Ja. Damit kriegen wir dann hier einen Ring. Dann können wir da wieder hingehen. Den Ring einsetzen. Und ich glaube, das passt schon. Ja, das war jetzt aber sehr einfach. Das ist das Erdsymbol. Das kommt dann wohl hier hin. Moment, wie soll man sagen, was es hier jetzt braucht? Das ist die Vertiefung für das Wassersymbol. Das haben wir schon. Also als nächstes ein Dolch, einen Planeten. Das kann so schwer doch nicht sein. Dieses Sternensystem könnte wohl noch einen Planeten brauchen. Okay, der Planet ist rot, grün, blau. Wir brauchen irgendwas, was aussieht wie ein Metall. Hä? Das ist aber doch eine blaue Kugel. Verwirrend. Was ist das? Ein Kristall könnte die Spitze der Pyramide bilden. Ja, das kriegen wir bestimmt auch noch raus, aber... Also aktuell brauchen wir einen Dolch, einen Planet, eine Spieluhrmarke und das Feuersymbol. Das Feuersymbol ist hier oben. Dazu brauchen wir aber hier dieses goldene Ding. Damit wir das irgendwie freischalten können. Ah. Und nun... Eine sehr komische Spieluhr. So, die Feuermarke ist drin. Wir bekommen dafür den Planeten. Den klatschen wir dann hier drauf. Dann bringen wir die Dinger noch in Ordnung und erhalten einen Kristall. Ich glaube, hier sollte eine Kristallspitze drauf. Dafür kriegen wir den Dolch, was auch immer wir jetzt damit machen können. Sollen wir hier jetzt was abschneiden? Aber siehst du, wir müssen irgendwie einen Platt machen, oder? Der Dolch ist aber zu kurz. Was sagt er da? Der Dolch ist aber zu kurz. Wenn ich eine fehlende Hand ersetzen möchte, gibt es noch genug Haken zur Auswahl. Und das ist ein Puzzleteil. Eventuell können wir damit die Muschel öffnen. Ja. Kriegen dann ein Stück vom Wasserhahn. Steckt etwas unter dem Moos? Ach ja, wir haben jetzt ja den Dolch. Können wir das noch freikratzen? Und dann erhalten wir hier den Schlüssel. Okay. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann einfach hier rein und sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.